guten Mittag zusammen. Wir sind jetzt in der Nähe von Lake Louis, genau gesagt beim Moraine Lake. Wir hatten Glück und er hat letzte Woche Dienstag aufgemacht, vor 6 Tagen. Und den hatten wir geplant, der war aber eigentlich geschlossen. Aber da wir jetzt generell ungeplant hatten, ist er jetzt inzwischen geöffnet. Und wer hat denn hier ADS, Mann? Fuck doch nicht ab. Und ja, jetzt gönnen wir uns erstmal einen schönen blauen zugefrorenen See. Heute Nachmittag geht es noch zum Lake Louis. Und morgen planen wir, ob vielleicht funktioniert es, ein Kanu zu mieten am Emerald Lake. Und ja, sehen wir uns gleich beim Lake. Viele, viele Menschen stinken. Ja, okay. Cause up here's hard to reach. Fly down, fly down. Sehr viele Leute. Aber natürlich müssen wir beide wieder zeigen, dass wir die dicksten Balls haben. Deswegen holen wir jetzt unsere Badehose, gehen da in diesem Stück, das offen ist, schwimmen. In dem gefrorenen Lake. Also das Wasser wird vielleicht 1-2 Grad haben. Es wird mega kalt. Aber der Janis, der braucht Aufmerksamkeit heute mal wieder. Deswegen machen wir das. So, war es ein bisschen windig. Machen die ganze Zeit. Aber Anton und ich sind nicht bereit. Wir springen jetzt gleich rein. Haben da drüben ein paar Zuschauer. Der Anton hat mega Bock auf jeden Fall. Der freut sich um den Schnitzel. Wir wollen noch nicht auf Schnee gehen, weil der ist ein bisschen zu kalt. Also, an dieser Stelle muss ich vom Glück sprechen, dass ich ein bisschen erkältet bin und nicht ins Wasser gehen möchte. Aber das ist hier alles nur Ausrede. Ich würde auch so frisch in dieses Bild ins Wasser gehen. Tell me that you love me. Also wir haben das Schwimmen jetzt hinter uns und machen uns jetzt auf dem Weg zurück zum Auto, zum Lake Louis. Noch einmal Panorama hier. Der Janis hat eine neue Brille gefunden. Gucken wir, ob der Lake Louis, der soll auch zugefroren sein. Gucken wir, wie der aussieht. Moraine Lake sieht von oben ziemlich gut aus, aber ist halt leider fast zugefroren. Sicher, aber da oben ist einfach eine Lawine. Ist einfach gerade extrem viel Schnee abgebrochen. Sieht man vielleicht ganz leicht, aber ich glaube nicht. Man hört es. Krass. Deswegen sind die meisten Trails noch gesperrt, wegen Lawinengefahr. So, also wir sind jetzt am Parkplatz vom Visitor Center. Und wir haben uns, statt zum Lake Louis zu fahren, dafür entschieden, in den falschen Shuttle einzusteigen und einmal eine kleine Spritztour mit dem Shuttle nach Banff zu machen und wieder zurück, die 2 Stunden dauert und uns gar nichts bringt. Und dafür auf den Lake Louis heute zu verzichten und den auf einen anderen Tag zu schieben, weil wir ja so viel Zeit noch haben. Und jetzt sitzen wir hier, 6:30 oder sowas, machen unseren Reis, machen heute gar nichts mehr, weil man nur mit dem Shuttle zum Lake Louis kommt und der letzte Shuttle um 6 Uhr gefahren ist. Wir sind behindert. An der Seite von der Autobahn geschlafen, auf so einem Rastplatz. Unser Plan heute ist jetzt, dass wir erst zu Lake Louis fahren mit dem Shuttle, dann eine Stunde im Visitor Center sind, um irgendwie zu planen, weil wir wissen nur noch, was wir morgen machen und danach keine Ahnung, was wir machen. Und dann nach der Stunde planen, gehen wir heute Nachmittag bis Abend zum
Emerald Lake und gucken uns den ein bisschen an. Wir können keinen Kanus mieten, weil eine Stunde irgendwie $60 kostet, haben wir gestern herausgefunden. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim Lake Louise. Jetzt am Lake Louise. Hier sind ewig viele Touristen. Vor allem mal wieder Kinesen. Also sind mega viele Leute. Der See ist noch gefroren, aber sieht trotzdem ganz nett aus. Wir machen mal wieder einen wundervollen Trail. Durch den Schnee zu einem Lookout. Das ist mega rutschig. Was soll's, ne? Was man nicht alles tut. Zum Emerald Lake und haben die National Bridge auf dem Weg getroffen. Das heißt getroffen. Wir sehen, haben uns überlegt, dass wir hier mal halten. Das ist irgendwie eine Brücke, die keine Ahnung von Natur aus entstanden ist. Da ist das Ding einfach Felsen, da ist ein Loch dazwischen. Und der Emerald Lake, das soll der Lake so nicht zugefroren sein. Da können wir dann mal ein bisschen wandern und vielleicht auch schwimmen, springen, keine Ahnung. Das ist die Natural Bridge. Und dann sehen wir uns beim Lake. Blau, Alter. Mega blau der See. Voll krass, oder? Voll krass ist das. Richtig gut der See, ja. Boah, heftig, Alter. Boah, komische Leben, voll die geil. Ihr seid alle hässlich. Gönnt euch diesen blauen See. Und lass mal gucken, wie teuer der Spaß ist. Lass mal nach Kanus checken. Wenn das jetzt günstig ist, 60 am Tag kostet, warten. So, ein 100er in der Stunde bezahle ich, aber mehr nicht. Jetzt einfach das ganze Gewässer hier in Kanada auszutesten und in jeden See zu springen, bei dem wir sind. Und wir sind jetzt gerade beim Emerald Lake und kein besonders hoher Sprung, aber das Wasser sollte auch nicht so kalt sein wie beim Moraine Lake. Aber machen wir, oder? Ja, bist du bereit? Machen wir. Oh!
So, wir sind jetzt wieder in den Meckes, wo wir schon häufiger waren. Im Hintergrund sieht man den Manager essen, der uns letztes Mal rausgekickt hat. Und ja, wir machen jetzt hier die Blocks fertig, sind wieder alles am Laden und verbringen dann hier unseren Abend, fahren nachher noch weiter nach Jasper, planen gleich noch, was wir da die nächsten Tage machen. Und dann, ja, geht's nachher los. Dann bis morgen.